Hey, Tomcraft hier und in diesem Video zeige ich, wie ich den Bogen, den ich schon mal in einem Video gemacht habe, werde in die Videobeschreibung rein da, werde ich komplett aufwerten, so wie im Spiel am Ende ist. Ja. Als erstes solltest du wenn geil Alufolie nehmen und das dann an diese Kugeln ran da, was ich da eben im Video, was du da im Video eben siehst, diese verzierten Holzkugeln. Und wir werden jetzt das ausgleichen, was nicht ganz so passt. Normalerweise geht der Bogen so breit wie er bei diesen Kugeln eben ist, bis zur Hälfte des Bogens circa. Und das werden wir eben ausgleichen, weil der Bogen eben da mit Stoff umwickelt worden ist im Spiel. So, als nächstes tun wir dann mit einem Kreppband oder so, was auch immer du gerade bei der Hand hast, tust du das Ganze dann umwickeln. Danach tust du mit Heißkleber, tust du so einen gelben oder bräunlichen Stoff nehmen. Du kannst da, am besten wäre es, wenn du irgendwie so Leinen oder sowas nimmst. Das, was halt so nach Naturfasern ausschaut. Irgendwie so, ja, du weißt schon, so Hanf. Ne? Danach tust du circa bei der Hälfte einen roten Stoff rumkleben, auch wieder mit Heißkleber. Und es soll ein bisschen ausgefranst ausschauen, damit das so eher, ja, nicht ganz wie ein Stoff ausschaut, mehr so wie so rote Blätter, keine Ahnung, was das sein soll. Naja, auf alle Fälle. Und dann nur am Ende. Und dann tust du das mit nur einem weißen Stoff überdecken. Ich habe das dann nur am Ende nur ein bisschen geweathert, sprich benutzt ausgeschaut, ausschauen lassen. Aber naja, das ist jedem selber überlassen. Danach tust du den Griff mit Alufolie eben wieder umwickeln und dann auch mit Klebeband. Dann tust du eben, wie man auf dem Büdel sagt, da kann man alles sehen. Dann noch nimmst du von dem oberen Teil, dieses Skeletthandteil, tust du dann unten beim Griff ankleben und oben auch. Ich tue die Videobeschreibung dazu in die Infobox unten nochmal von Sarah Croft. Und dann umwickelst du es halt nur mit einem roten Stoff. Danach tust du die Sehnenumwicklung machen, auch wieder mit einem normalen Stoff und klebst das um. Ich habe dann oben und unten nur so Knubbel hingemacht. Das ist auch wieder jedem selber überlassen. Und so schaut es dann im Endeffekt aus. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leland.